Nach der Vito B vom letzten Mal schauen wir uns heute die Vito C an. Und zwar eine spezielle Form. Das ist die Vito CLR. Naja, das C steht in dem Fall für die Modelllinie C, also der Original Vito geben, dann die Vito B und das ist die Vito C. Das L hat sie dann bekommen, wenn da ein Belichtungsmesser dabei war, Leitmeter. Und das R war dabei beim Entfernungsmesser, Rangefinder auf gut Deutsch, wie man so schön sagt. Na, dann wollen wir uns da nicht zu lange aufhalten. Die Kamera wiegt 700 Gramm und ist, wenn man sie so nebeneinander haltet, 10 Jahre jünger als die Vito B. Trotzdem haben wir da jetzt nicht sehr viel mehr zum Bedienen. Wen gehen wir es in andere Reihe nach? Ich fange jetzt mal an auf der linken Seite. Wenn man diese zwei Hebelchen da zusammendruckt, springt der Deckel auf und das war's auch schon. Da ist immer noch keine Batterie drinnen. Da haben wir eine Andruckplatte. Da haben wir eine Umlenk- oder eine Stützrolle für den Film. Da ist das zum Aufspulen. Ja, und da sehen wir wieder dieses Zapfert vom letzten Mal. Und der erste Gedanke war, wenn das da raushupft, dann bleibt der Zapfen immer noch da. Aber man kann inzwischen das da herausziehen und damit verschwindet er. Und man kann da jetzt ohne diese Klappe am Boden dort den Film einlegen. Und dann zumachen wieder. Das schauen wir uns nachher an. So, das war's. Linke Seite. Dann haben wir die Hinterseite. Wie schon gesagt, da ist dieser Hebel. Der holt uns diesen Rückspulknopf raus. Mit dem kann ich dann später den Film zurückspulen. Und dann ist da noch der Aufzugshebel. Man sieht schon, das ist anders als wie das letzte Mal. Da habe ich nämlich nur gesagt, das ist der Filmspulhebel. Der spult den Film und zieht den Verschluss auf und verhindert, dass man noch weiter aufziehen kann. Schauen wir uns die Oberseiten an. Da haben wir also diesen kleinen Hebel. Oder diese Spule. Und die hat da zwei so Zapfeln, da kann man das Innenteil da verdrehen. Und wenn man genau schaut, dann ist da so eine kleine Ausnehmung. Und ich vermute mal, dass sie sich gedacht haben, okay, der blaue da, das ist der Kunstlichtfilm. Und das andere, das gelbe, das ist der Tageslichtfilm. Und wenn ich da diese Kerbe auf den Tageslichtfilm stelle, dann erinnere mich halt dran, was da für Film drinnen ist. Das war's auch schon. Dann haben wir da diesen Zubehörschuh. Da kann man auch wieder einen Blitz reinstecken. Und dann haben wir da noch das Fenster vom Belichtungsmesser. Das ist ein komisches Prisma da, gell? Aber das werden wir noch später sehen, was es damit auf sich hat. Ja, dann schauen wir uns die Vorderseiten an. Da gibt's diesmal ein bisschen mehr zum Erzählen. Oh mein. Ja, da gibt's ein bisschen mehr zum Erzählen. Also, was willst du jetzt da erzählen? Wir haben also da den Auslöser, da diese Buchse für den Blitz. Das ist das Fenster, hinter dem befindet sich der Belichtungsmesser. Das ist das Fenster, hinter dem befindet sich das Entfernungsmesserprisma. Und dann haben wir da den Sucher. Und beim Objektiv gibt es diesmal ein bisschen mehr zum Erzählen. Schauen wir mal, wie das da mit der Beleuchtung und der Kamera da funktioniert. Ich habe also da vorne den Ring für die Entfernung. Das nächste ist der Ring mit den Zeiten. Und das dritte ist der Ring mit den Blenden. Auf dem Ring mit den Zeiten habe ich da herüben noch auf der Seite die ASA angeführt. Und auf der anderen Seite die DIN. Man sieht schon, ich habe da eingestellt auf 24 DIN. Das ist der 200 ASA-Film, heute bekannt als ISO. Und wenn ich den verstellen möchte, dann muss ich da
diesen kleinen Hebel drücken und dann kann ich da die DIN verstellen, die ISO. Sonst funktioniert das mit dem Belichtungsmesser nicht. Und auf der Unterseite haben wir noch den Stativgewinde, die Anti-Umfallstützstrebe und dann haben wir da noch ganz seltsam das Zählwerk da unten. Also bei der Vito B habe ich fotografiert und habe geschaut, so viele Bilder sind noch und bei der muss ich so schräg nach unten schauen. Okay, so viele Bilder sind noch. Dann habe ich da noch was dabei, das ist das Teil. Wenn man das aufmacht, schaut es einen an und da haben wir da die Gegenlichtblende. Da haben wir einen Gelbfilter und da drinnen, man sieht es jetzt nicht, ich muss noch aber tun, das ist der UV-Filter. Die Dinger sind geklemmt und nicht geschraubt. Das heißt, ich konnte schlicht und einfach da vorne draufstecken. UV-Filter oben. Und da kann ich dann noch, also der UV-Filter hat seine Klemmen außen. Und die Streulichtblende hat die Lamellen innen. Und damit ist das da sicher oben. Ja, der Zähler ein bisschen. Den Gelbfilter, den nimmt man bei Schwarz-Weiß-Filmen, da wird es einfach ein bisschen kontrastreicher. Und den UV-Filter, den hat man bei den Farbfilmen hinaufgetan. Wie funktioniert das also jetzt da mit dem Ablauf beim Fotografieren? Beim Einlegen vom Film hat man sich für die ISO entschieden. Bei mir ist es ein 200er. Und dann hat man da damals ein bisschen anders fotografiert, als wie man das heute macht. Gell? Das war jetzt eher so eine Schnappschusskamera für Familienfeiern am Strand im Urlaub, wenn man irgendwo Sightseeing gemacht hat. Und im Prinzip wollte man da die meiste Zeit, dass möglichst viel scharf ist. Deswegen hat man sich gesagt, okay, also ich nehme jetzt zum Beispiel die Blende. Ich nehme also jetzt zum Beispiel die Blende 16. Das war der erste Schritt. Und wenn man da vorne auf das Objektiv drauf schaut, schauen wir, ob wir das mit Licht zusammenbringen, dann sind da rechts und links die Blendenzahlen noch einmal aufgedruckt. Das geht von da 22 bis da 22. Oder so wie ich jetzt die Blende eingestellt habe auf 16, schaut man halt dann bei 16 und bei 16. Und dann hat man sich halt gesagt, okay, wenn ich jetzt das Unendlich-Zeichen da auf der Seite da auf 16 tue, dann ist bei 16 auf der anderen Seite 1,5, also genau zwischen 1,4 und 1,6. Das heißt, dass von 1,5 Meter bis unendlich ist einfach alles scharf. Und damit habe ich dann einfach knipsen können, ohne da irgendwas scharf zu stellen. Naja, jetzt haben wir halt da einen Kater da. Aber das ist ja wurscht. Wenn man sich dann entschlossen hat, ich nehme die Blende 16, dann ist man hergegangen und hat die Kamera dorthin gehalten, wo man hinfotografieren will. Und hat dann da oben drinnen, da sieht man da das Ringerle und drunter einen Zeiger. Und durch Drehen am Zeitenring, ja, durch den da, da bewegt sich dann da drinnen das Kugel oder der Kreisring und da bringt man dann Nadel und Kreisring zur Deckung und dann hat man die korrekte Belichtung.
wenn man durchschaut, gell, durch den Sucher, dann sieht man, ich meine, das da oben ist ja so eine spiegelnde, das da oben ist ja so eine spiegelnde Fläche. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das da darstellen soll. Aber da drinnen ist das Gegenstück dazu. Das heißt, wenn man da durchschaut, dann sieht man den Zeiger und diesen Kreisring. Und kann also beim Durchschauen auch einfach vorn drehen und den Zeiger zur Deckung bringen. Das war der zweite Schritt, gell? Blende einstellen. Und da vorne sieht man dann, da war schon so ein Dreieck. Das ist da irgendwas ein bisschen mehr wie 3 Meter. Dann hat man sicher von, also bei Blende 16, sicher von unendlich bis 1,5 Meter alles scharf. Das war also die Schnelleinstellung. Könnte man sich auch so vorstellen, dass man sagt, okay, ich stelle auf dieses Dreieck da das Kugel. Das wäre, wenn ich so einzelne Personen vor mir aufnehme, Porträts. Das wäre sozusagen so für Gruppenaufnahmen, dann ist alles scharf. Und das wäre das letzte da hinten, das Kugel, das rote. Das wäre, wenn ich sage, ich möchte hauptsächlich Landschaft oder Berge oder so irgendwas fotografieren, dann ist, wenn man dann nachschaut, ob 2 Meter alles scharf. Okay, also, ich hätte jetzt da einfach gesagt, von 1,5 Meter bis 16, von 1,5 Meter bis unendlich alles scharf, das ist das schnelle Dreieck. Und dann hat man eigentlich nur mehr brauchen, durchschauen und aufziehen, abdrucken. Und wenn man jetzt eine andere Blendenzeitkombination wollt, dann ist das schon so gestaltet, dass wenn man es in die Hand nimmt, dann kann man da beide Ringe gleichzeitig so verdrehen. Und das passt dann wieder so wie bei der Vito B mit den Lichtwerten da zusammen. Eine 500stel Blende 5,6 entspricht der gleichen Lichtmenge wie 250stel Blende 8, wie 125stel Blende 11 und so weiter und so fort. Ich lasse es bei meinem Beispiel jetzt einmal da bei der Blende 16. Beim 60stel. Damit kann man da wunderbar fotografieren. Und der letzte Schritt war, wenn man durchgeschaut hat, dann hat man da drinnen gesehen, eingespiegelt, nämlich erstens einmal das Bild, was man selber sieht, durch den großen Sucher. Und in der Mitte sieht man da die ganze Zeit schon so eine kleine, ovale, glitzernde Geschichte. Das ist also ein Prisma, da sieht man, was der da drinnen, der Spiegel, sieht. Und der Spiegel, der dreht sich zusammen mit dem Objektiv da. Die Vorgangsweise ist halt die, man schaut durch und stellt fest, oha, ich sehe jetzt zum Beispiel da beim Fenster mit dem Sucher den Fensterrand so und mit dem daneben ein bisschen verschoben. Dann drehe ich da einfach so lang, bis die Bilder innen deckungsgleich sind. Und dann habe ich die korrekte Entfernung. Das ist das Prinzip vom Rangefinder. Damit sind wir am Ende. Das war's. Mehr gibt's bei der Kamera eigentlich nicht zum Sagen, nicht zum Bedienen. Und jetzt werde ich da einen Film einlegen. Das geht genauso leicht wie bei der anderen Kamera. Und dann schauen wir mal beim Spaziergang, wie die Fotos ausschauen. Gell? Vielleicht begleitet mir da der Pauli.
Thank you.